Machen wir an die Seiten, machen wir dann so ein. Ich glaube, ich brauche auch mehr Zaun. Viel mehr Zaun. Und ich brauche Wasser. Und ich mache hier, glaube ich, dann so Half Slaps rein. Half Steps, half Gedöns. Mal kurz zu unserem Bauernhof. Und ein bisschen was an Material vorbereiten. So. 6 Stück. Ich brauche 4. Reicht also. Dann brauche ich noch. Ja. 6. Reicht mir das? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Nee, da muss ich auch noch mehr machen. Muss ich mir aber erst Holz noch aus der anderen Hütte holen. So, dann brauche ich Wasser. Und Wasser kriege ich auch. Habe ich auch. Wassereimer habe ich auch in der anderen Hütte. Miau, miau. Wobei, ich müsste hier sogar eventuell noch Zaun haben, oder? Hm, sehr schön. 46, warum mache ich mir dann überhaupt welche? So, dann habe ich das, dann habe ich das, dann brauche ich noch. Eimer. Eimer. Eigentlich kann ich mir noch einen zweiten machen. So, der Faulheit halber. Und dann kann ich das erstmal wieder weg. So, dann kann ich die auch gleich mal. Die Sonne geht schon wieder unter gleich. Die Sonne. Na, ganz großes Kino. No, Mann. Wie kriege ich denn das jetzt weg? Alter Falter, hey. So eine Scheiße. Entleert sich einfach mal der Eimer da. So, jetzt wieder runter, runter. Ich glaube, ich werde ruhiger gerade wieder. Aber ich glaube, das ist normal, wenn man 2 Stunden fast durchschwätzt. Oh, irgendjemand hupt da draußen. Soll mir egal sein. Nee, ich muss da ja eigentlich. Schauen wir mal. Achso, jetzt wollte ich mal gucken, wie es überhaupt aussieht, was ich da mache, was ich mir da vorgestellt habe. Also jetzt nicht wundern, das sieht vielleicht gerade ein bisschen doof aus, aber. Moment mal, ich muss mir irgendwo gerade mal kurz einen kleinen. Nur so einen kleinen ewigen Brunnen bauen. Könnte eigentlich noch eins höher, oder?
Könnt noch eins höher. Doch, kann man glaube ich so lassen. Was ist hier? Na toll. Ganze Ding da voll machen. Wenn es geht. Eigentlich müsste ich das dann hier. Was passiert, wenn ich jetzt... Nee, dann da habe ich immer noch keinen ewigen Brunnen. Scheiße. So. So. Ja, fast. Hier müsst eigentlich schon gehen. Hier. Na. Zack, zack. Dann könnte ich mir wieder von hier Wasser holen. Kann hier welches reinschütten und dann haben wir ihn zu. So, dann haben wir da einen schönen... Na, schön ist relativ, aber... doch sehr angenehmen Brunnen. Machen wir mal gucken, wie man hier... mal gucken, wie das noch aussieht, wenn wir hier Fackeln drumherum machen. Die Fackeln. Wie sieht das aus? Ich weiß nicht. Was sieht jetzt besser aus? Mit oder ohne Zaun? Mal kurz die Knochen krachen lassen. Mit oder ohne Zaun? Ich glaube, ich mache ohne Zaun. Blub. Na, Zaun? Doch, so kann man das lassen. Finde ich jetzt erstmal schön so. Erstmal. Bis es mich so weit aufregt, dass ich ihn wieder umbaue oder so. Oder ganz wegmache oder keine Ahnung. So, der Dorfbrunnen steht schon mal. Was eigentlich der Dorfplatz sein sollte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja gut. Hab mich nicht verzählt. Sah eben gerade so komisch aus.
So, und dann kommt hier die Kirche hin. Aber ich habe nur noch 5 Minuten und dann habe ich habe eh schon wieder zu viel sozusagen aufgenommen. 5 Minuten, was kann man da? Können wir schon mal die Kirche, die machen wir dann. Ja, doch. Machen wir die direkt dran? Nee, die machen wir so einen kleinen Abweg, glaube ich. Das ist besser. Bisschen abwegig. Ich überlege gerade, wie ich das am ungeschicktesten mache. Machen wir mal so ein bisschen. So, und das ist dann wird dann der Aufstieg zur Treppe zur Kirche. Den können wir eigentlich mal so machen. So ein bisschen großzügiger sozusagen. Und dann machen wir das mal so. Also, ne, das wird nur die Kirche sozusagen für unseren Enchantment-Raum. Größe geht. Wird schon wieder dunkel? Ne, noch nie, gleich aber. Ja. Also ich baue das ja, wie gesagt, alles blind. Also wenn es scheiße aussieht beim ersten Mal, kommt halt ein zweiter Versuch. Na, sieht doch schon mal gut aus. So ein bisschen random die Klötze da hingehauen. Was ist denn das hier? Oh, die ist aber ganz schön klein geworden. Ja, machen wir noch. Wir haben mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und da geht schon wieder die Sonne unter. Gehen wir mal kurz pennen. Also so, Kirchen sind ja immer so. Ja, Steinbauten. Einfach um der Ewigkeit zu trotzen, sozusagen. Ich glaube, ich muss mir aber noch. Ich hätte mir noch neue Cobblestones brennen sollen. Hier ist doch schon. Jetzt habe ich nämlich keine von diesen hier. In toll. Steinziegelstufen nennen die sich, okay. Warte, das sieht ja eigentlich schon recht annehmbar aus. Dann machen wir dann hier noch schön die Kirche jetzt hoch. Eine kleine. Oder es wird eine Bücherei. Bücherei, Kirche. Die Kirche dann noch da. Und größer, weil Kirche muss größer als Bücherei. Ich bin jetzt echt gerade am Überlegen, ob ich da eine Bücherei draus mache und dann eine Kirche da und die ist dann größer und die Bücherei nehmen wir dann als Enchantment.